Die Staats- und Regierungschefs der EU haben gestern schnellere Hilfen für die Ukraine beschlossen. Und Deutschland ist ja im Moment schon mit weitem Abstand der größte Unterstützer der Ukraine. Die Situation der Bundeswehr allerdings, sie ist alles andere als rosig bei den vielen Aufgaben, die sie zu erfüllen hat, jetzt auch noch Waffen abzugeben an die Ukraine. Es fehlt an Geld, an Personal und an Material. Und heute wird der Bundestag hier eine weitere Auslandsmission verabschieden. Gestern hat er bereits die Verlängerung von 2 Auslandsmissionen verabschiedet. Das sind ungefähr 20, wo die Bundeswehr im Moment beteiligt ist. Heute also geht es um die EU-geführte Mittelmeeroperation Irini. Da geht es darum, das Waffenembargo gegen Libyen durchzusetzen. Und die CDU-CSU-Opposition legt heute einen Antrag vor und fordert darin, die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie auf die neue Lage zu ertüchtigen. Es dauert einfach viel zu lange. Man hat es jetzt gerade gesehen. Die EU hatte vor einem Jahr beschlossen, 1 Million Artilleriemunition an die Ukraine zu liefern. Geliefert wurden nur 500.000, vor allen Dingen deshalb, weil die Industrie nicht hinterherkam. Viel Gesprächsstoff also. Deswegen habe ich mir 2 Verteidigungspolitiker eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Alexander Müller, den verteidigungspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, und Henning Otte. Er ist der stellvertretende Vorsitzende im Verteidigungsausschuss. Herr Otto, und da müssen wir gleich mal drüber reden. In der vergangenen Woche am Montag gab es dort ein Sicherheitsleck. Geheime Informationen sind an die Presse rausgedrungen. Dabei war das eine Sitzung, die geheim eingestuft war. An die 105 Personen sollen da teilgenommen haben. Die Bundestagsabgeordneten müssen immer unterschreiben. Man kennt sich gegenseitig. Die sind natürlich alle im Besitz dieser Geheimeinstufung. Wie kontrollieren Sie aber als stellvertretender Vorsitzender, dass die richtigen Leute da drin sind, nämlich die anderen, die man nicht unbedingt kennen kann, die, glaube ich, auch nirgendwo unterschreiben, und auch deren Einstufungsgrad muss ja vorher kontrolliert werden? Ja, es ist eine Vielzahl von Menschen dort im Ausschuss, neben den Abgeordneten auch Vertreter der Bundesregierung und deren Referenten. Unter anderem auch die Verbindungsoffiziere für die Inspekteure und auch Vertreter der Bundesländer. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Kreis der Teilnehmer reduzieren werden. Aber es ist eben auch deutlich geworden, dass hier ein Geheimnisverrat stattgefunden hat. Die Verteidigungsausschussvorsitzende Frau Strack-Zimmermann ist gestern Abend bei der Bundestagspräsidentin zum Rapport bestellt worden. Und dieser ganze Ampelstreit auch um die Ertüchtigung der Bundeswehr hat jetzt einen Zugang gefunden auf der Bühne des Verteidigungsausschusses. Und das ist wirklich bedauerlich, weil das ist der Sicherheitslage nicht angemessen. Ja, wir haben es gerade gehört. Frau Baas sagt, wie kann das sein, dass 105 Personen da Zugang haben? Diese 105 Personen hätten theoretisch Zugang. Ich glaube, es waren eh weniger. Aber auch nochmal die Frage an Sie, Herr Müller. War das vielleicht, was da informiert wurde, falsch eingestuft geheim? Denn wenn 105 Personen einen Zugang zu geheimen Informationen haben, dann ist das ja auch ein Riesenkreis. Und die Frage der Kontrolle habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Stehen da Menschen und gucken genau, wer da reingeht? Oder man kennt sich, man lässt sich rein? Wie funktioniert es? Ja, da stehen Menschen, die schauen da drauf. Und es muss auch jeder unterschreiben, der reinkommt. Und die Vorsitzende und ihr Sekretariat, die schauen sich die Menschen auch persönlich an. Und das kommt schon mal vor, dass wenn man auf der Besuchertribüne jemanden entdeckt, den man nicht kennt, dass man in der Sitzung fragt, wer ist das, was machen Sie da? Also das ist tatsächlich so, da gibt es eine Kontrolle. Aber es waren auch nicht 105 da, es könnten 105 rein. Der Streit geht darum, dass Bärbel Baas indirekt Frau Strack-Zimmermann angeschuldigt hat, wie können Sie es zulassen, dass da 105 Menschen reinkommen. Das kann tatsächlich Frau Strack-Zimmermann nicht alleine entscheiden. Das regelt Artikel 43 Grundgesetz. Also Frau Strack-Zimmermann kann nicht einfach sagen, Sie gehen jetzt alle raus. Welche Konsequenzen fordern Sie denn aus diesem Vorfall? Was muss in Ausschüssen demnächst passieren, damit geheime Informationen nicht rausdringen können? Wir haben uns in der sogenannten Obleute-Runde, das heißt die Sprecherinnen und Sprecher und die Vorsitzende und meine Person als Stellvertreter, darauf geeinigt, dass wir selbst reduzieren wollen den Teilnehmerkreis. Ich sage aber auch mal, nicht alles, was unter geheim eingestuft wird, muss auch unter geheim eingestuft werden. Ich habe auch den Eindruck, dass dieser offene Disput, auch die Aussagen des Bundeskanzlers, ob nun Taurus geliefert werden kann oder nicht, keine wirkliche wahrnehmbare Argumentation findet. Und deswegen flüchtet man sich auch ein Stück weit in den Status geheim. Herr Müller, Sie sind ja
Teil der regierungstragenden Fraktion. Der Bundeskanzler war am Dienstag bei Ihnen in der Fraktion. Ich habe all diese Übertragungen, all seine Äußerungen gehört. Ich verstehe auch noch nicht so ganz, warum der Bundeskanzler den Taurus nicht liefern will. Am Anfang dachte man, er vertraut den Ukrainern nicht, weil diese Waffe ja bis nach Moskau fliegen kann. Jetzt nach diesem Sicherheitsleak scheint es so zu sein, dass die Bundeswehr, ich sag's mal ganz neutral, eine Fähigkeitslücke aufweisen wird und die eigenen Taurus, die man dann noch behält, vielleicht gar nicht abschießen kann, weil die eine oder andere Apparatur dann weggegeben worden ist. Ich sag's so mal neutral. Haben Sie verstanden, was die eigentliche Begründung ist? Das Problem ist, wir kriegen halt geheime Informationen und darüber darf ich nicht sprechen. Es gibt da tatsächlich Dinge, die es schwierig machen würden, die man aber lösen kann. So viel will ich sagen. Der Kanzler selbst äußert sich ja immer damit, dass er sagt, Deutschland darf nicht Kriegspartei werden. Das werden wir nicht. Also solange deutsche Soldaten sich da nicht dran beteiligen, werden wir keine Kriegspartei dran. Wir würden einfach Waffen abgeben. Und er sagt natürlich, er will gute Beziehungen zu Moskau, beziehungsweise der SPD-Fraktionschef sagt das, dass die Russen ja Atommacht sind und dass wir die nicht verkretzen dürfen. Das sind so die Argumente, die öffentlich genannt werden. Seit vielen, vielen Jahren ist die Bundeswehr runtergewirtschaftet worden. Man hat dort gespart, auch gerade unter einer CDU-Kanzlerin. Allerdings kann ich mich an die Debatten gut erinnern, dass vor allem die SPD dagegen war, 2% des BIP aufzubringen. Darüber ist man ja jetzt einig. Experten rechnen, dass man nicht 100 Milliarden braucht, sondern eher 300 Milliarden. Wie ist die finanzielle Situation der Bundeswehr in Zukunft zu gestalten, Ihrer Meinung nach? Was muss passieren? Sie haben vollkommen recht, Herr von Verloor. Die Bundeswehr musste einen Beitrag leisten zur Konsolidierung des Haushaltes bis 2014. Dann war die Annexion der Krim und dann ist der Haushalt kontinuierlich aufgestiegen worden, beispielsweise in den letzten 4 Jahren um 30% unserer Legislaturzeit. Aber jetzt gibt es eine Seitwärtsbewegung, weil keine Ertüchtigung im Einzelplan 14 zu vermerken ist, sondern eben über dieses 100 Milliarden Sondervermögen, das aufgefangen wird. Und das ist unsere Forderung als Union. Die Bundeswehr steht heute schlechter da als zum Ausbruch des Krieges, weil viel Gerät abgegeben worden ist. Und wir finden diese Zeitenwende im Haushalt nicht wieder. Und die FDP ist aufgefordert, hier durch den Finanzminister eine klare, kontinuierliche Steigerung abzubilden. Das ist nicht wahrnehmbar oder nicht durchsetzbar in der Ampel. 2024 schafft es Deutschlands erstmals, das 2%-Ziel zu erreichen, weil man Teile der 100 Milliarden einfach abknabbert. Auch Sie haben jetzt gefordert, das muss alles aus dem Haushalt kommen. Aber das reicht ja nicht aus. Die 50 Milliarden, die jetzt momentan einbezahlt worden sind, unter 2%. Wo soll das viele Geld denn herkommen? Wo wollen Sie dann sparen, Herr Müller? Es ist tatsächlich absehbar in den nächsten Jahren. In diesem Jahr schaffen wir die 2%, im nächsten Jahr auch. Aber wenn das Sondervermögen abgefrühstückt ist, ist es in der Tat so, dass wir den Einzelplan 14, den Verteidigungshaushalt, steigern müssen. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten. Also wir sind der Auffassung, das muss aus dem Kernhaushalt kommen. Wir haben einen Haushalt von 475 Milliarden in diesem Jahr. Das ist eine Menge Geld und da muss man dann halt schauen, wie man umschichten kann. Wir können nicht auf Dauer die Finanzierung der Bundeswehr mit Schulden finanzieren. Das würde riesige Probleme machen. Wir müssen dann halt in anderen Ressorts schauen. Es gibt da auch eine Menge Sparvorschläge, aber das müssen wir ampelintern klären. Und es ist auch Zeit noch da. Für die nächsten 2 Jahre ist Zeit da. Im Herbst 2025 gibt es Neuwahlen. Dann wird neu verhandelt und dann muss man auch schauen, wie man langfristig dieses Geld sicherstellt. 28 Milliarden jetzt schon an die Ukraine gegeben. Das wird noch mehr werden. Man weiß auch nicht, wenn Herr Putin ernst macht und es gerade zu einem Verteidigungsfall kommt. Also kann man das einfach so lassen. Sie sind nun Vertreter zweier Fraktionen, die nicht für die Auflegung der Schuldenbremse ist. Aber dafür war die Schuldenbremse ja genau da. Außergewöhnliche Situationen, also außergewöhnlicher als das, was wir jetzt erleben, kann ich mir kaum vorstellen. Deswegen Hand aufs Herz, Herr Otte, wären Sie bereit zu sagen, doch, wir müssen das Geld über die Schuldenbremse herbeibringen, weil wir vor allen Dingen schnell reagieren müssen und schnell und viele Waffen in die Ukraine bringen müssen. Ja, wir haben als CDU, CSU mit dazu beigetragen, dass das 100 Milliarden Sondervermögen eingesetzt werden konnte mit einer Grundgesetzänderung. Ich stelle nur fest, dass selbst die Ukraine daraus jetzt schon finanziert wird. Das ist ein klarer Wortbruch und das ist eigentlich auch ein Verfassungsbruch. Und wir dürfen nicht in die Falle tappen, immer mehr Schulden aufzunehmen, weil die Zinsen dann natürlich steigen, jetzt Richtung 40 Milliarden. Und das ist viel Geld, was uns Spielraum nimmt. Und der Staat hat als oberste Aufgabe die Sicherheit. Und die Bundesregierung muss dies umsetzen. Dafür braucht es eine Prioritätensetzung. Und das ist ja gerade das Verwerfliche in der Diskussion.
Die SPD redet davon, dass die soziale Gerechtigkeit gewahrt bleiben muss und spielt Gerechtigkeit gegen Sicherheit aus. Und Herr Mützenich sagt, der Konflikt in der Ukraine müsste eingefroren werden, damit wir nicht mehr Geld in die Sicherheit investieren können. Ich weiß nicht, wie Sie damit noch ruhig schlafen können. Und alle sind aufgefordert, aber zuallererst die Ampelregierung, jetzt hier Ordnung in den Haushalt zu bringen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nun muss man sich auch fragen, kann die Bundeswehr ihren Aufgaben gerecht werden? Gestern 2 Mandatsverlängerungen, heute eine Mandatsverlängerung. Ich glaube, mittlerweile 23.000 Soldaten der Bundeswehr sind in solchen Einsätzen geblockt. Und die Landesverteidigung, da fragt man sich, wie sieht das eigentlich aus? 183.000 Soldaten ist die Sollstärke und es ist festzustellen, dass immer weniger Menschen die Grundausbildung zu Ende machen beziehungsweise sich immer weniger melden. Also die Stärke nimmt ab. Es gibt hohe Dienstgrade und mittlere, die gar nicht besetzt werden. Fast 15.000 Posten sind das. Das ist ja kein Pappenstiel. Was muss man dagegen unternehmen, damit die Bundeswehr ihren Kernauftrag wenigstens erfüllen kann? Das stimmt. Wir haben Probleme, das Personal aufzufüllen. Das haben wir aber schon seit Jahren. Wir stagnieren im Bereich 183.000, müssten eigentlich aufwachsen. Aber dafür gibt es die Taskforce Personal, die der Minister eingesetzt hat. Diese Vorschläge werden jetzt nach und nach umgesetzt. Wir müssen digitaler werden beim Recruiting, beim Onboarding der Soldatinnen und Soldaten. Wir müssen da flexibler und auch schneller werden. Aber auch der Eindruck, wir wären nicht kriegsfähig oder nicht bereit. Ich empfehle nur jedem mal auf die Fregatte Hessen zu gehen, die gerade im Roten Meer für unsere Sicherheit sorgt. Die sind top ausgestattet, sind top motivierte Soldaten. Also wir sind in der Lage, Deutschland zu verteidigen. Nicht kriegsfähig, hat ja der Bundesverteidigungsminister gesagt und ich würde ihm recht geben, es ist zu wenig Personal da, zu wenig Geld. Und diese Überlegung, dass Freiwillige zur Armee gehen, ist die überhaupt so sinnvoll? War es sinnvoll, die Wehrpflicht auszusetzen oder müsste man sie nicht jetzt wieder einführen? Denn wenn Sie auch mal die Liegenschaften angucken, auch die finanzielle Ausstattung, so richtig attraktiv ist es für einen Normalmensch ja eigentlich nicht, in diese Armee einzutreten. Wenn der Bundesverteidigungsminister sagt, wir seien nicht kriegsfähig, dann erwarte ich von ihm ein Personalkonzept. Ich erwarte von ihm ein Strukturmodell, dass wir wieder kampffähige Verbände nach vorne bringen. Und ich erwarte auch, dass er sich am Kabinettstisch durchsetzt, mehr Geld zu generieren. Er fordert 10 Milliarden, bekommt aber nichts. Und ein Bekenntnis der Bundesregierung zur Bundeswehr ist, glaube ich, das wichtigste Vertrauenssignal. Und dann geht es darum, wie wird dies umgesetzt? Eine Wehrpflicht alten Musters braucht die Bundeswehr nicht, kann sie auch wegen der von Ihnen angesprochenen Infrastruktur gar nicht leisten. Wir sagen eher als Union, wir brauchen ein Gesellschaftsjahr für Frauen und Männer, nicht nur im militärischen Bereich, im Blaulichtbereich, im Ehrenamtbereich, um die Resilienz, das Verständnis zu fördern. Und ich war gerade in Skandinavien. Dort werden andere Modelle gefahren, sehr interessant, aber es gibt dort eine viel höhere Bereitschaft, sich einzusetzen für Frieden. Und Frieden erwächst aus Stärke und dafür brauchen wir eine starke Bundeswehr, um den Abschreckungsgedanken glaubhaft zu machen. Wir brauchen sie vor allen Dingen schnell, das schwedische Modell, was auch Herr Pistorius offensichtlich gut findet. Das sagt ja, dass alle jungen Menschen, Frauen und Männer gemustert werden und man dann einem gewissen Anteil dieser Menschen ein Angebot macht. Das Problem in Deutschland, ich habe es gerade gesagt, wir würden gar nicht in der Lage sein, einen Jahrgang zu mustern, weil die Infrastruktur auch gar nicht mehr da ist. Es ist Jahrzehnte abgebaut worden und jetzt haben wir den Salat. Aber was kann denn jetzt passieren? Sie haben einen Vorschlag gemacht, selbstverständlich wieder zur Wehrpflicht zurückzukehren, beziehungsweise auch Ausländer zu rekrutieren. Können Sie das mal ausführen, was Sie damit gemeint haben? Ja, zur Wehrpflicht zurückkehren haben wir nicht vorgeschlagen, aber Ausländer in der Tat. Wir wollen Ausländern eine Chance geben, die leistungsbereit sind, die gerne in Deutschland was arbeiten wollen. Sie müssen Deutsch können. Das ist absolute Voraussetzung. Wir können bei der Bundeswehr nicht mit verschiedenen Sprachen sprechen. Aber wenn sie gerne Deutsche werden wollen, was leisten wollen, sollte man denen die Türe öffnen. Und ich finde auch den Vorschlag von Pistorius, da muss man jetzt drüber reden, dass man mustert, dass man vielleicht die Musterung auch nutzt, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um für die Bundeswehr zu werben, um deutlich zu machen, da gibt es attraktive Arbeitsplätze. Ohne Pflicht, ja. Also es kann ein Weg sein, um die Personalprobleme zu lösen. Bleibt nur noch wenig Zeit, um auf Ihren Antrag einzugehen, die deutsche Sicherheitsindustrie zu ertüchtigen für die neue Lage. Die beklagt ja vor allen Dingen, dass die Aufträge nicht garantiert verteilt werden. Es ist alles sehr schleppend. Was muss da passieren? Also ich will noch mal sagen, es zeigt sich ja gerade in der Wehrpflichtdebatte, ob Ausländer ja oder nein, dass die Ampel kein Konzept hat in dieser sicherheitspolitischen Lage und die Zeitenwende wird einfach nicht umgesetzt. Und dazu gilt auch die Strategie für Sicherheit und Verteidigungsindustrie, die sich mit Rahmenverträgen jetzt abarbeiten muss und in Vorleistung geht, ohne dass die Aufträge konkret da sind. Und da müssen wir
es ermöglichen mit einem klaren Konzept, dass die Industrie bereit ist, auch zu produzieren, denn wir brauchen eine stärkere materielle Ausstattung. Noch ein großes Problem, die Europäer haben alleine 4 verschiedene schwere Kampfpanzer, 3 verschiedene Flugzeugtypen. In ein paar Jahren will man so weit sein, dass man zumindest gemeinsam Aufträge verteilt, 40% sollen es werden. Reicht das aus? Ja, wir müssen stärker europäisch zusammenarbeiten. Sie haben es richtig genannt, wir haben viel zu viele verschiedene Kampfflugzeuge, wir haben verschiedene Kampfpanzer. Das müssen wir viel stärker konzentrieren, weil die Entwicklungskosten für solche Typen sind wahnsinnig groß. Das kritisieren wir auch in dem CDU-Antrag, der heute kommt, der sich fokussiert stärker auf nationale Beschaffung. Aber wir müssen da viel breiter europäisch gemeinsam zusammenarbeiten. Und das dauert alles ewig. Das ist natürlich die Sorge in der jetzigen Lage, was passiert, wenn. Aber das können wir zu dritt hier nicht mehr klären. Vielen Dank, Herr Otte, vielen Dank, Herr Müller, dass Sie da waren.